Video von World of Tanks. Mal wieder ein Replay, wie man sieht. Denn, weil hier so Sachen stehen. Na super, Map, du verdeckst alles. Hier und da und da und da. Okay. Das ist jetzt Knamagon LP in seinem T14. Ich bin im Zug mit ihm, mit meiner Su 85 Igitt. Das würde ich jetzt mal ein bisschen schneller machen. Naja, die Teams sind jetzt nicht so. Die Gegner, die haben hier einen Zug aus Valentine, ATs und auch noch ein paar andere gute Spieler. Wäre jetzt nicht so unbedingt, also nicht die besten Spieler. Da gehört unser Zug schon zu den besten. So. Jetzt wieder alles auf normale Geschwindigkeit. Ja. Richtig. Und er fährt jetzt erstmal in die Stadt, was sonst Top-Tier, Heavy, Panzer, mit total übertriebener Panzerung. Hm? Der dritte ist hier. Und das ist ein magischer Schulbus, der T28. Wir waren immer nur im Zug am Fahren, weil wir Geld brauchten. Beziehungsweise er brauchte Geld, weil ich hatte einen Fünfer. Schnell Ferdi zu kaufen. Da hatte ich genug Geld dafür. Jetzt hat er ihn. Jetzt ist er glücklich. Und irgendwas kämpft da hinten. Und das werden wir dann gleich sehen, was es ist. Denn es ist rausgefahren und es ist wieder reingefahren. Wieso auch immer. Ich habe keine Ahnung. Da ist er. Und jetzt wird er weg. Jetzt hat er ihn angeschossen. Lawrence, und dann ist er weg. So, noch ein Schuss. Jetzt gleich in den Lux. Und der T14 plättet ihn. Das ist 1:5. Der erste Kill, der überhaupt gemacht wurde, war, dass ein Lux zerstört wurde. Und jetzt ist ein Covenanter ja sehr schlau und schießt auf den Turm von einem T14, der überall 100 mm hat. Und dann auch noch hier vorn so richtig schön angeschrägt ist und eine Waffenblende. Die Kommandantengruppe ist jetzt nicht so fett. Aber jetzt nicht das große Ziel der Welt. Ja. Und da ist jetzt endlich der nächste weg. Er hat einen Covenanter, also den Covenanter, den ich dann eben schon mal angeschossen hatte, geplättet. Ich fahre aus irgendeinem Grund daran, weil ich unbedingt die T28 töten will. Ja, ich zerstöre sogar sein Munilager, was ja voll schön aussieht und so. Und währenddessen kümmert sich Knammer an jetzt Freddy um den KV-1 da hinten. Ich werde jetzt erstmal auseinandergenommen. Von der Su 85 mit der HE-Kanone. So, erstmal schon die Kette wegschießen. Da der erst. Der hat die HE-Kanone. Hat ja Glück, dass der den in Flammen gesetzt hat. Sonst hätte der einiges an HP verloren. Naja, 2 Kills. Noch ein paar mehr zu töten. Und gleich taucht der Zug von Valentine Arteso. Und da ist er. Ja, vergesst nicht über die. Die haben guten Durchschlag. Hier, 110. Und die schnappt er sich jetzt auch. Nichts mehr schaffen. Nein, nicht wirklich. Schön Rammschuss und Kill. Jetzt ist noch so ein unnötiger M5, der keinen Schaden macht. Mit der der hat die andere Kanone drauf. Ich dachte vorher mal, der in dem Match hätte die Kanone. Geil, der hätte eh fast keinen Schaden gemacht. Naja, wo willst du denn hin? Ja, nun. Ja, du kleiner T28. Du bist nicht.
gegen 2. Die Wolverine hat jetzt, also hätte die Wolverine nicht den T1 Heavy zerstört, dann hätte der eine Kolobanov-Medaille sogar noch gekriegt. Er hätte so oder so gewonnen. T1 Heavy in die Seite, weg ist er. So, der Böse an dem T28 da ist, der hat die Kanone mit 112 Durchschlag. Dann wird er sich noch wundern. Schaffen wir das trotzdem. Jetzt hat er schon 5 Kills, 1542 Schaden. Und kleine Information, der KV1 von denen ist Stock. Beide waren Stock. Und das war nicht mal, oder? Nee, ich war kein Zug. Und da kommt der T28. Beide schießen die ganze Zeit daneben. T28 kommt durch. Wo schießt er hin? Über die Maschinenkanone. Egal. Und schon ist er tot. So, die prallen jetzt erstmal wieder ab. Jetzt nicht mehr. So. Wo hat er denn hingeschossen? Okay. Gut zu wissen. So, er hat noch 307 HP. Der M5, der geht ihm die ganze Zeit auf die Nerven. Jetzt geht er nicht mehr ganz so auf die Nerven, weil er Angst hat. Und er ist ein One-Shot. Yay. Jetzt ist es 3 gegen 1. Er gewinnt. Ich meine, er hat schon eine Top Gun. So, ein Krieger. Was das wird, da da ja diese große Arti steht, muss er ein bisschen aufpassen. Kann sein, dass er irgendwie jetzt von dem Satz gerade nicht alles angekommen ist, weil ich kurz Zeit ausmachen musste, weil ich kurz husten musste. Da steht die Arti. Gleich schießt die Arti. Und sie wird nicht treffen. Komm, du musst jetzt die cappen. Naja, jetzt schießt er schon aus Frust mit HE. Toll. Maschinenkanone rein. Zielen. Oder einfach mal glücklich sein und so durchkommen. Oh, das wird jetzt so eine Art Tanz, könnte man sagen. Der Tanz dauert auch ein bisschen. Und der Tanz hat ein Ende. Ding. So schön zieht die Zili kaputt. So, jetzt muss er dann rumkommen. Und die AT ist dann auch Geschichte. Gut Job, sagt schon der gegnerische M4, weil, naja, ist ja schon cool. Wir sagen erstmal danke dafür, danke für die ganzen Geschenke. Ja, nicht da wer? Da ist wer, der 66 Schaden gemacht hat und stirbt. So, das wär's gewesen. Mit diesem Replay. Ist von, ja, war gestern. 9 Kills, 2517 Schaden. Halt Panzers, Ridley Walters, fast eine Kolobanov, eben nur fast. Und Stahlwand, der Großkaliber und was nicht sonst noch für tolle Sachen. Ich konnte mir leider nicht alles merken. Das wär's gewesen. Gebt eine positive Bewertung ab, wenn euch das Video gefallen hat und ihr immer noch mehr wollt. Das wär's gewesen. Bis zum nächsten Mal.